Ja, hallo Freunde der Spiritur und willkommen zurück auf der tropikanischen Sonnenseite mit eurem Dogproof. Ja, wir haben ja jetzt fast 2000 Einwohner, da ist ja die eigentliche Grenze vom Spiel, die von den tropikanischen Entwicklern angedacht war. Aber ich habe eine kleine Modifikation installiert, die mir eigentlich ermöglichen sollte, bis über 2000 Herrschaften zu kommen. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich konnte es natürlich jetzt noch nicht großartig testen, weil das jetzt immer meine einzige 2000er Insel, wo ich es halt testen könnte. Deshalb schauen wir einfach mal, was passieren wird, wenn wir jetzt hier weiterspielen. Wo aber die einzige, eine der weiteren Fragen ist, was soll ich überhaupt noch bauen? Dazu fällt mir ein, es gibt einmal ein Achievement für, ich glaube, 5 Militärbasen haben. Das könnte ich natürlich jetzt nochmal eben abgreifen am Ende. Ich glaube, irgendwo hinten habe ich da noch eine Militärbasis. Oder hatten wir die hier hinten abgerissen? Ne, da ist die. Na okay, dann weiß ich nicht, warum ich jetzt kein Achievement kriege. Egal, dann ist das erstmal so. So, Berühmtheit. Hoteleffizienz steigt um 10. Base Hotel läuft nicht so gut. Das ist ja an der Seite. Dann stellen wir hier eine Berühmtheit ein. Effizienz 135. Ein Traum. Du. So, Unterhaltung ist ganz gestiegen in der Qualität. Arbeitsplätze sind immer noch ziemlich viele arbeitslos. Militär mag mich, wir haben 2 bekannte Rebellen. Alle sind eigentlich recht zufrieden mit mir. Ja, wieder viele von der Grundschule sind halt arbeitslos, weil es keine Jobs gibt. Na, modernisieren wir erstmal nochmal die Plantage. Und die Maisplantage, vielleicht bilden sich die ein oder anderen dann weiter. Und sagen, alles klar. Erfinder. Haben wir denn irgendwo noch was, wo wir einen Erfinder einsetzen könnten? Okay. Wir sind bestens auf die Touristenströme vorbereitet. Ah, Olympische Spiele erlassen. Endlich habe ich eine EU-Diplomatin an der Strippe, die ich zur Euro-Adoption befragen kann. Sie hat nichts dagegen, solange wir ihm ein gutes Heim bieten. Keine Feier nach 21 Uhr, kein Alkohol bis zum gesetzlichen Mindestalter, solche Sachen. Aber das Wichtigste ist ein gutes Heim, deswegen sollten wir uns vorrangig darum kümmern. Wir haben genug Gemeinwohl. Wir haben die Belohnungsabteilung der EU erreicht. Es gibt keine neuen. So, Ressourcenpreise erhöhen. Kamerad Präsident, beim Marschieren im glorreichen Marsch der Revolution zertrat ich versehentlich eine kleine Ameise. Daraufhin musste ich lange über unseren ökologischen Fußabdruck nachdenken. Genau, und deshalb bauen wir jetzt ein Landgasthaus. Es wird bestimmt die Welt verbessern. Weshalb auch immer die Umweltschützer mich dann mögen. Wahrscheinlich, weil sie es einfach können. So, da sind sogar unsere Hydrofarmen mal voll. Ach, wir haben nur noch Hydrokulturen. Was können wir noch an Produktion bauen? Industrie, Stahl und Bauxit, Elektronikfabrik. Rum brauchen wir nicht, Zigaretten auch nicht. Textilfabrik haben wir ja, ein Sägewerk. Wir könnten Sägewerk und Möbelfabrik mal ausbauen noch. Also beziehungsweise, das ist natürlich doof für Umwelt. Aber bringt ja auch ein bisschen Geld. Können wir hier oben mal ein schönes Holzfällerlager setzen.
So, dann kriegt er ein Apartment hier vorne. Da müssen wir eine Transportfirma hier vorne hinsetzen. Und wir brauchen Strom da vorne. Das reicht natürlich nicht ganz bis nach da. Das Übliche. Schön, wie direkt die Straßen dann ausgebaut werden. So, Umspannwerk geht genau bis da vorne hin. Haben direkt 700 Baumstämme im Ausgang. Alles super. Die können sie dann ja auch immer sofort ins Sägewerk bringen. Das setzen wir mal direkt hier vorne hin. Da müssen die nicht so weit fahren. Presidente, wir... Forschungspunkte werden in Geld umgewandelt. Bam, 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 bam. Naja, erhöhen wir mal die Arbeitsqualität auf 50. So. Und dazu kommt, dass wir eine Möbelfabrik brauchen. Verdammte Hacke. Nur wo? Wo soll ich sie noch hinsetzen? Wisst ihr was? Wir reißen hier die Botschaften ab und bauen die Entfernter wieder auf. Ich brauche den Platz hier vorne gerade wirklich für eine Fabrik. Planken und Gold. Gold will ich da gar nicht reinsetzen. Arbeitsqualität bei 60, dann lassen wir das. Hier setzen wir mal die besseren Panzer ein. So, das Sägewerk produziert schon gut. Ein weiteres geothermisches Kraftwerk wäre auch nicht schlecht. Alles gut, alles gut, alles gut. Mal gucken, ob die dadurch überhaupt glücklicher werden. Ich glaube nämlich nicht daran. Ich sollte noch eine Fernsehstation bauen, damit noch mal Unterhaltungsgebäude gepusht werden in der Umgebung. Und ich sollte jetzt eh mal schnell die Botschaften bauen, die zwei. So. Ach so, darf ich noch nicht einladen, weil ich die jetzt gerade rausgeworfen habe. Böse Nummer. Das ist Umweltverschmutzung hier, das Rot, oder?
Und scheiße, habe ich viele Häfen. Boah, haben teilweise Fabriken schon 1 Million Profit gemacht. Hören Sie mal her, alter Freund. Bitte jetzt die 2 Kathedralen haben wir auch schon die so. Die religiöse Gemeinschaft ist über... Schweizer Nummernkonto. Und was wollte ich jetzt noch machen? Ach so, Gastgeber der Olympischen Spiele. Präsidente, ich wollte schon immer mal die Olympischen Spiele sehen. Wie aufregend. Wie viele Mediengebäude habe ich? Ich habe, glaube ich, 3 Zeitungen und ein Fernsehsender. Plus 5.000 für Transportbüros. 80.000. Boah, habe ich echt so viele Transportbüros, okay. So, ein paar Universitätsleute einladen. Aber immer noch 142 arbeitslos, vor allem Grundschule. Dann machen wir noch was. Dann machen wir nämlich noch ein Rohstofflager, beziehungsweise ein Holzfällerlager. Ach, da darf ich gar nicht hinbauen. Toll, das ist einfach nur so eine grüne Lunge da oben. Aber hier kriegen wir ziemlich viele ungebildete Arbeit halt einfach unter. Können wir nochmal ein Sägewerk bauen. Müssen wir halt nur... Umspannwerk brauchen wir gar nicht. U-Bahn-Station wäre jetzt auch Blödsinn an der Stelle. Wir brauchen auf jeden Fall Apartments. Ah, ich brauche doch ein Umspannwerk. Der Holzfäller ist nicht in der Nähe. So, Staubfilter. Motorsäge. Und die haben 63.000 verfügbare Stämme. Die haben auch 63.000, obwohl das vom Holz her sehen die sich ja sehr ähnlich. So, meine Herrschaften, wie können wir denn weiter die Leute hier ausbeuten? Nehmen wir das Schiff mal weg. Und hier reißen wir mal ein paar von den Ökotouristen-Dinger ab. Auch wenn die Effizienz gut ist. Trotzdem scheiß, wenn die nicht ausgelastet sind. Nein, nein, nein. Wahrscheinlich, weil die nicht an der Straße waren. Was ich auch mal eben machen könnte, wäre einen Haufen Wachtürme produzieren. Da gibt es nämlich auch ein Achievement für. Achievement-Jagd. Und wir können auch viele ungebildete Leute da dann einstellen.
Sind zwar nur zwei pro Turm. Aber jetzt soll mich meine Nation angreifen. So, 92% Zustimmung. Den reißen wir auch mal ab, weil machen wir nämlich hier die Straße weiter zum Strand hin. Da haben wir nämlich ein bisschen Bauplatz wieder geschaffen. Reiche Touristen. Familienresort. Ah, 150 Effektivität. Das kann sich doch sehen lassen. Die sind zu groß alle. Dann können wir hier noch Strandvillen bauen. Und das war's dann. Auch mit einer Effizienz von 120 sind die ja nicht schlecht dran. So, da auch nur Touristen. Nur schon auf 2020 Einwohner. Eieiei. Machen wir einen Verbrecher zum Verbannen. So, und schon können wir China und Mittleren Osten wieder einladen. So, Eisenbauxit-Vorkommen. Hier haben wir ein Goldvorkommen. Da ein Eisen. Da oben auch Eisen. Ganz schön viel Eisenvorkommen. Komisch, dass so ein Multiplex-Kino so eine schlechte Servicequalität hat. Selbst wenn ich die Arbeitsmoral erhöhe, ist das nicht besonders gut. Amigo? 100.000 heulende Höllenhund. Hohe Unruhen. Ich habe auch relativ viele Leute rausgeschmissen. Vor allem, dass die Todesfälle durch schlechte Gesundheitsversorgung immer bleiben. Das kotzt mich auch ein bisschen an. Immer noch 140 Arbeitslose. Kann doch nicht wahr sein. Ist ja nicht so, dass wir immer noch Stellen frei hätten. Modernisiere mal das ein oder andere Häuschen hier vorne. Wegen mehr Einwohner und so. So, letzten Stufenaufstieg gemacht mit der jungen Dame. Jetzt bräuchte ich wirklich noch einen einzigen. Für meine Familie.
Caroline Doctoris. Du bist eine Schönheit. Schön hässlich. Aber immer noch gut. Schön, dass die Profite hier alles stimmen. So, produziert Schmuck aus Gold. Nicht aus schwarzem Gold, aber aus einfachem Gold. Dann bauen wir hier vorne noch ein weiteres Apartmenthaus. Weil ja mehr Leute hier hin müssen. Na, drei. Gut, da ich die junge Dame im Moment an der Macht habe. Denn die bewirkt ja, dass die Herrschaften bzw. die Minen langsamer verbraucht werden. Die neue Schmuckfabrik macht mich ganz sentimental. Nehmt meine Liebe, mein Land, aber rührt ja nicht meinen Schmuck an. Meine Glühwürmchenbrosche ist alles, was mir von einer verlorenen Liebe bleibt. Meinem geliebten Malcolm, der auf tragische Weise von einem übel gelaufenen... Effizienz von Bergwerks- und Ölgebäude steigt um 20%. Oder um 20%. Bergbau und Ölvorkommen erschöpfen sich 60% langsamer. Also habe ich eigentlich fast doppeltes Ölvorkommen oder Bergwerkvorkommen. So, machen wir eben auch eine Ölplattform hier hin. Wenn wir schon dabei sind, ich weiß nämlich ganz genau, dass hier die Umwelt gerade leidet. Tut sie anscheinend doch nicht. Okay, wenn wir umwelttechnisch überall rein sind, dann lassen wir das auch. Die Arbeiter werden kommen. Stellen wir den Gewerkschafter hier ein, dann haben die auch 60. Dann wird das schon funktionieren. So, gucken wir mal die Schmuckfabrik an. Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Kein Problem. Werden wir machen mit den Wahlen. So, Effizienz steigt nochmal um 10 auf maximal 50 Punkte mit jeder weiteren Schmuckfabrik in der Nähe. Es ist so heiß draußen, dass ich gesehen... Auch eine Dürre, komm schon. Komm, was sind Hydrokulturen? Warum sollten die durch die Dürre betroffen sein? Die werden auch eh den ganzen Tag bewässert. Fällt mir gerade auf, wir könnten ja hier auch mal das nächste rausholen. So, dürretechnisch sollte das schon gewesen sein. Auch mit den, ja. Präsidentin? Ich bin so wütend! So, ein Aufstand hat begonnen. Sollen sie doch kommen. Ich hoffe, ich verliere nicht. Wann greifen wir an? Da fällt mir gerade ein, scheiße. Ich hätte noch den Drill machen müssen vorher. Sieg, Präsidente! Mit Hilfe meiner patentierten Regel. Achso, die Dürre ist erstmal vorbei, gut. Der Krieg ist die Hölle. Viva el Presidente. Hey, zahlt für eure Sünden. So ein Brand. Das ist nur eine Kommandotruppe. Und wo gehen die gerade alle hin? Das wird ganz schön weh.
Ach, ich vermisse die gute alte Zeit. Nee, kein Verhütungsverbot, bitte. Wir haben die Chance, den Ausgang der nächsten Wahlen zu beeinflussen. Ich brauche keine Manipulation, die lieben mich immer noch, obwohl ich gerade alle töte auf der Straße. Das Wahlergebnis ist... Genau, Wahlen gewinnen, während der Mob wütet auf der Straße, das gefällt mir. Tja, schön, wie viele neue Jobs verfügbar sind, dadurch, dass ich ja alle töte. Die EU spricht nur mit denjenigen. Wir haben das EU-Callcenter für diplomatische Beziehungen. So 300.000 verdienen wir in etwa. Ich lebe! Angriff! Zeit abzutauchen! Angriff! So wendet sich das Blatt. Wo bleiben meine Panzer? Zerstör mein Raumfahrtprogramm. Erwarte Ihre Befehle. Ihr kämpft wie Waschlapp. Mehr habt ihr nicht drauf? Ich glaube, meine militärische Zustimmung wird nachher ziemlich fallen. Mehr habt ihr nicht drauf? Ich glaube, das war's. Aufstand abgewendet. So, Unruhen keine. Militärloyalität ist gefallen, ganz schön. War ja zu erwarten. Aber das werde ich nicht wieder aufbauen. Obwohl, doch, komm, die Verteidigungstürme bauen wir hier doch wieder auf. Es kann nicht verkehrt sein. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, ob ich, inzwischen bauen die Upgrades mit auf, dann. So, jetzt fehlen mal in allen Ecken Arbeiter, ne? Weitläufiger Stromausfall. Gucken wir mal, was die Schulen gerade so machen. Mal da den Bankier einsetzen. So, sind ja Rebellen einige. Ja, die Freiheit ist ein bisschen gefallen. Religion hat noch einen guten Wert. Genau, jetzt bauen wir mal die Fernsehstation, die ich vor 80 Millionen Stunden angekündigt habe. Warum auch immer ich die jetzt schräg gebaut habe. Genau, lad mal noch ein paar Universitätsleute ein. Wir haben ja genug Geld. Noch. So, die Bevölkerung steigt schon wieder ziemlich. Rebellenanzahl ist ziemlich niedrig. Da haben wir nämlich den Knick, weil ich habe zu viele Leute wahrscheinlich verbannt. Nahrung, alles gut. Gesundheitsversorgung steigt auch wieder. Wohnraum, Arbeitsplätze, bleibt im Moment gerade niedrig. Freiheit steigt jetzt auch wieder. Religion müsste jetzt auch nach und nach wieder steigen. Wir können doch einfach noch eine Kathedrale bauen. Obwohl, müssen wir gar nicht, weil bis 2400 soll es eigentlich passen. So, hier hinten gibt es Hütten. Das bedeutet, irgendwelche armen Schlucker müssen hier auf der Straße leben. Da habe ich auch keine Lust drauf. Da bauen wir lieber nochmal 3 Apartments hoch. So, die sind nämlich auch direkt gefüllt. Das Gebäude produziert nichts.
Warum nicht? Weil keine Baumstämme, ne? Wir brauchen noch mehr Baumstämme. Noch mehr unterbezahlte Arbeiter. Hin. Und der kann mit der Motorsäge arbeiten. Gut, 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 gut. Und dann können wir noch ein weiteres Transportbüro hier oben rausziehen. Da war mal eine Mine, oder? Können wir ja jetzt abreißen. Brauchen die Straße dann nicht mehr. Da leben keine Menschen drin. Warum sind denn so viele obdachlos? Ich liebe Tropico im Sonnenuntergang. Die sind alle gut statuiert. Warum ziehen die nicht einfach in irgendeine Hütte ein? Zum Beispiel sind hier teilweise Gebäude ganz leer. Oder waren die wegen dem Aufstand jetzt so schlecht dran? Ach, weißt du, warum die leer ist? Obwohl, kann gar nicht daran liegen, dass der keine Verbindung zur Straße hat. Dann wird das andere Gebäude nämlich auch nicht funktionieren. Ich reiß mal ein, wir können ja andere Sachen hier hinbauen. Luxus will ich jetzt vielleicht gerade nicht. Mal gucken, wie es funktioniert, wenn ich den einen Platz weiter an die Seite baue. Plötzlich sind da Familien drin. Komisch, oder? Vielleicht buggen so ein paar Häuser. Ja, der ist jetzt voll. Boah, der hier ist auch leer. Der gibt auch keinen Sinn an der Stelle. Machen wir ihn einmal leer. Bauen wir den wieder auf. Und ich wette, dann ist das Gebäude auch wieder gefüllt. Nimmt ja schon Allüren an wie bei SimCity damals. Ja, jetzt füllt sich das wieder. Ach, wisst ihr was? Ja, ich weiß glaube ich, was buggt daran. Wenn Leute beim Aufstand erschossen werden, gelten die bestimmt noch als Bewohner von Gebäuden. Dann füllt sich das nicht ordentlich auf. Das ist ja ein Blödsinn. Hören Sie mal her, alter Freund. Alter Freund, die... Naja, aber ich sag mal, wir sind am Ende vom Part und sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Tropico 5. Bis dahin, ciao, euer Doc.